Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. War gut. Temperaturen, wo wir alle damit zu kämpfen hatten, logischerweise. Auch so wie die Mannschaft aufgetreten ist. Die Aufgaben, die wir so davor besprochen haben, versucht umzusetzen. Sehr, sehr engagiert, sehr positiv. Wir haben Torchancen uns erarbeitet, haben wenig zugelassen. Wir müssen immer bedenken, dass wir immer noch unsere Struktur suchen. Wir hatten wieder einige Testspieler dabei, Probespieler, die das auch in Summe auch gut gemacht haben. Also alle haben sich reingehauen, haben sich für die Mannschaft auch das Resultat auch zu halten, auch die Null zu halten, dass wir nicht mit dem Gegentor hier runtergehen, dass wir das Spiel gewinnen, einen positiven Eindruck hinterlassen von einer anstrengenden Woche. Gut. Ja, ein erstes Fazit. Es ist noch viel Arbeit, trotz allem. Ja, das ist Kennenlernen, jedes Training, das wir haben, oder auch Spiel. Es war ein guter Test. Da musste man schon nochmal auch alles aufbieten, um uns erstmal kennenzulernen, gegenseitig. Auch die Philosophien der einzelnen Spieler sind überall gut ausgebildet worden, aber in verschiedenen Landstrichen, in verschiedenen Regionen, wo andere Schwerpunkte gesetzt werden. Das gilt ja in den nächsten Wochen, nicht nur jetzt in den 2 Wochen, sondern in den nächsten Wochen herauszuarbeiten, besser kennenzulernen, was sind die Stärken auch der einzelnen Spieler. Da waren die ersten 2 Wochen schon extrem wertvoll. Ja, dort jetzt ein Fazit zu ziehen, das wäre jetzt zu früh, sondern wir sind auf einem ordentlichen Weg. Die Mannschaft kriegt langsam ein Gesicht. Wir haben Wissen, um welche Baustellen wir uns bemühen müssen, auch in den Positionen hinein. Aber die Jungs, die bisher da sind, auch die Tests und Probespieler, machen das richtig gut. Richtig gut. Wir haben sicherlich gegen einen ambitionierten Fünftligisten ein gutes Spiel gemacht. Klar war es auf dem Platz und jetzt bei der Hitze auch schwerer als dann gedacht. Wir haben zu Null gespielt, wir haben gewonnen. Das ist erstmal positiv. Die Jungs haben sich reingekniet. Jeder Einzelne ist auch bei der Hitze viel gelaufen, an seine Grenzen gegangen. Deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft, dass wir das dann letztlich dann doch souverän über die Runde gebracht haben, auch wenn wir offensiv vielleicht noch das eine oder andere besser machen können. Aber wir haben jetzt gewonnen und da fahren wir jetzt erstmal mit einem guten Gefühl nach Hause. Feilen natürlich an der Kommunikation. Es passt natürlich noch nicht alles. Wir sind jetzt auch noch nicht allzu lang zusammen. Die Jungs sind alle cool drauf, sind alle super Jungs, lassen sich alle viel mitgeben, arbeiten auch fleißig dran. Es sind meistens kleine Abstimmungssachen, die hier jetzt heute zum Beispiel auch nicht geklappt haben. Da haben wir uns einen Ball vom 16er hin und her gespielt und dann Ball verloren, weil wir nicht miteinander reden. Aber das ist so das, was am meisten noch fehlt. Aber was die Jungs alle gut machen, die Jungs knien sich alle rein, die Jungs sind alle bereit, sich Dinge anzunehmen, für den anderen auch zu laufen. Da muss keiner, wenn es mal nach hinten geht, weil wir einen Ball verlieren. Und ich denke mal, wir haben, trotz dass wir jetzt neu zusammen sind, einen guten Teamgeist, mit dem es weiter vorangeht und mit dem wir, denke ich mal, auch eine gute Runde spielen werden können. Natürlich ist der Wunsch, dass wir in Richtung nächste Woche, in den nächsten 14 Tagen, das Grundgerüst, die Stabilität haben. Wir haben ja mit dem Mike Könnecke Leiter und Sani Zimmer 2 verletzte Spieler. Sani hatte sich noch in der vergangenen Saison leider verletzt. Mike jetzt letzte Woche im Testspiel. Das heißt, diese Zeit auch zu nutzen, intensiv zu nutzen, effektiv zu nutzen, mit dem Testspiel nächste Woche gegen Ruderstadt. Dann haben wir das Saisoneröffnungsspiel gegen Dynamo Dresden, Retterspiel, ja, für uns, für unseren Verein FSV. Und das wollen wir natürlich nutzen, auch weiter an den Themen zu arbeiten, neben einer jetzt anders gearteten Struktur der Vorbereitung. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.